vorgestern hatten wir jemanden gehabt, der Zweitstimme AfD und Erststimme FDP gewählt hat und beides jeweils aus Überzeugung. Politisch, wenn man das mal ein bisschen einordnet, war etwas schwierig. Fernab jetzt der jeweiligen Person, die wir jetzt nicht kannten, weil er auch nicht gesagt hat, wo er das gemacht hat. Da jetzt sowohl eine Partei zu wählen, die ganz, ganz stark an einem Gestern festhalten will, beziehungsweise an einem Gestern, was es zum Glück in der Bundesrepublik noch gar nicht gab und hoffentlich auch nie geben wird. Und eine Partei, die wirklich an morgen glaubt und an den Fortschritt und da keine Angst vor der Zukunft hat. Das ist wirklich etwas zwiegespalten. Ja. Ungewöhnlich. Es ist paradox, auf der einen Seite zu sagen, dass man schon immer vom Herzen her bei der FDP war, aber dann am Ende sich für die AfD zu entscheiden, das ist eigentlich ein Ausschluss. Ja? Das schließt sich aus. Diese beiden Parteien sind nicht so deckungsgleich, was die Parteiprogramme und die Ausrichtung angeht, dass man sagen könnte, dass die AfD eine Alternative für die FDP wäre. Das geht einfach nicht. Da ist ja jemand mit der Kamera vor uns direkt. Hallo. Ich hätte mir so genau zugeworfen eben. Nee, du hast sie viel zu tief geworfen. Okay, Entschuldigung, machen wir nochmal.